Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kekser spielt Minecraft, den Let's Play von wieder rein, in dem es tatsächlich aufgehört hat zu regnen. Ja, manchmal sollte man sich öfter hinlegen, oder? Habe ich gerade noch irgendwo ein Skelett gehört? Nein, wir haben hier keine Skelette, wir brauchen hier keine Skelette, also insofern lassen wir uns da auch gar nicht von ablenken, weil wir haben ja immer noch ein To-Do. Wie ihr seht, die erste Reihe ist fertig, zumindest so ein bisschen trocken stehen die Säulen jetzt. Sobald der Wind nicht von der Seite kommt, weil dann regnet es da ja wieder rein. Wie viel haben wir noch davon? Ich hatte ja noch ein bisschen Fichtenholz eingesammelt. Das können wir zumindest schon mal umändern und umwandeln. So, ein bisschen mehr noch, das noch auch noch. Und das packen wir direkt dabei. Komm, was soll der Geist? So, ja, das sieht nicht schlecht aus. Das ist schon mal eine Hausnummer. Das wird natürlich auch wieder nicht für das ganze Dach reichen. Nehmen wir mal eben den Keks da weg. Den Keks brauchen wir gar nicht. Gefrühstückt haben wir schon. Keksa, kannst du die Tasten vielleicht bitte richtig bedienen? So, und das reicht. Warte mal, wenn ich jetzt da hinten direkt auch so eine Säule baue. Das ist nicht euer Ernst. So, dann kann ich da auch wieder runter. So. Ich meine, ich kann auch hier anfangen, aber ich meine, ich brauche jetzt nicht wieder zurücklaufen. Was soll der Blödsinn? Ob ich jetzt hier anfange oder da anfange, ich meine, das System ist das gleiche. So, das machen wir einfach. Setzen wir wieder fort. Keks, hast du jetzt gemerkt, wie es geht? Ja, weißt du es noch? So und so und so und so. Ja, ja. Oh, du bist lernfähig. Wann ist denn das passiert? Yay, was soll denn das heißen? Nee, okay, vergiss das mit der Lernfähigkeit. Das hat sich erledigt. Der Kerl kann ja auch wieder gar nichts. So, jetzt aber. Ziel doch mal ein bisschen genauer in die Richtung. So und so. Oh, das ist... Hatten wir es nicht letztes Mal schon, dass das hier alles Arbeit in gefährlicher Höhe ist? Ja, das weiß ich. Da sollte man aufpassen. Aufpassen ist nicht nur deins, oder? Doch. Ich kann aufpassen. Ich weiß, wie es geht. Das zieht sich immer nur so in der Länge. Das macht das Leben manchmal so langsam hier. Könnten das eigentlich ja viel schneller. Aber schneller ist nicht immer besser. Nicht immer. Manchmal ja. Die Dinge, da muss man nicht schneller sein, ne? So, pass mal auf. Ich zeig dir mal was. Du kannst nämlich hier rückwärts gehen. Genau, du kennst das System. Das ist nicht neu, Kekse. Das ist alt. Das kannst du schon. So. Guck mal. Nee, das war zu viel. Das war zu viel des Guten. Oh, nicht runterschmeißen. Achtung. Ich sollte aufpassen, auf welche Tasten ich hier drücke. Das ist. Wer weiß, was das alles für Auswirkungen hat. So. Das funktioniert. Ja, langsam wird ein Schuh raus. Was? Soll ein Dach werden? Wer will denn hier oben einen Schuh haben? Da brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Schuh. Guck mal, die Hälfte ist schon von diesem Dach. Naja, die Hälfte. Zwei. Zwei, fünf. Was macht das Schaf denn da? Das ist ein Baumkletterschaf. Das ist eine ganz, ganz seltene Sorte. Da muss man vorsichtig mit sein. Die sind, glaube ich, auch sehr scheu. Nee, Kekser. Lass das Schaf scharf sein. Du konzentrierst dich jetzt hier drauf. Mehr oder weniger, weil konzentrieren ist ja nicht so dein Ding. Das wissen wir ja inzwischen. Doch, das ist doch natürlich ist das mein Ding. Voll mein Ding. Was ist denn euer Ding? Wie sieht's aus? Habt ihr besondere Fähigkeiten? Könnt ihr irgendwas ganz besonders gut? So auf die Nase fallen zum Beispiel? Nee, das meinen wir da nämlich nicht. Nee, ich meine wirklich irgendwas, was andere halt nicht können. Und was, wo man wirklich ein Talent für haben muss. Es gibt ja so manche Dinge, da kannst du dich anstrengen, da kannst du lernen und üben und machen, so viel du willst, das kriegst du nicht hin. Also, aber andere, die haben das drauf, das ist von Natur aus gegeben, die können das. Ich weiß nicht, ob so ein Let's Play erstellen auch Talent bedarf, ich glaube nicht. Wenn ich mir den Kekser so angucke, das kann jeder, da brauchst du dich gar nicht so anstrengen. Das einzige Talent wäre dann dabei, Leute zu erreichen, die das sich auch angucken wollen. Das ist tatsächlich eventuell ein Talent. Jetzt können andere wieder sagen, ja, nee, da ist der Algorithmus schuld von YouTube, ob das Leute sehen oder nicht. Das ist Blödsinn, vollkommener Blödsinn. Wenn du ein gutes Let's Play erstellst, Kekser, ja, dann wollen sich die Leute das auch angucken. Dann wird sich das rumsprechen, dann will das jeder sehen. Das heißt, wenn jetzt nicht so viele hier sind, dann ist das ausschließlich deine eigene Schuld. Das klingt grausam. Ja, ist grausam. Die Wahrheit ist manchmal grausam. Damit muss man klarkommen. Apropos,
Wollen wir denn überhaupt, dass sich das da jeder hier ansieht? Nein, das wollen wir doch gar nicht. Wir sind doch froh mit der Gemeinschaft, die wir unter uns haben, oder? Rune, der krümeligen Keksliebhaber. Ich finde, das ist super so. So wie es ist. Wir brauchen gar nicht großartig wachsen. Wir sind eine kleine elitäre Gemeinschaft. Dass sie elitär ist, naja, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ja, aber wir müssen auch nicht jeden Schnösel dabei haben, ne? Nee. Also ich habe inzwischen so manche Leute teilweise auf YouTube kennengelernt und Co. Ganz ehrlich, die brauchen wir hier nicht. Nein, also ich meine nicht, dass ich hier jetzt irgendwie ausselektieren würde. Nein. Das tun andere in irgendwelchen politischen Vereinigungen. Da halten wir uns raus. Das machen wir hier nicht. Wir sind hier offen für... Na, offen für Blödsinn sind wir hier. Offen für persönliche Kulturkreise. Ne? Ich bin da überhaupt nicht vorbelastet. Gott sei Dank. Ich meine, wenn ich überlege, ich bin in meiner Kindheit auf der anderen Rheinseite zur Schule gegangen. Ja, da galt ich quasi schon als Ausländer. Ne? Weil man ja schon von der Gönnekant kam. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Gönnekant? Ne, kennt ihr nicht, ne? Okay, das ist vielleicht was für Leute, die halt im Rheingebiet, Rheinland wohnen, so. Das ist, glaube ich, nicht typisch niederrheinisch, oder? Ich glaube, das gibt es in Köln auch. Also Kölner, da müsste ich mal fragen, ob die auch Gönnekant kennen. So. Guck doch mal. Hä? So, jetzt müssen wir uns nur langsam Gedanken machen, wie wir die beiden miteinander verbinden. Wieso hast du die Skiffes abgebaut? Die hätte man noch gebrauchen können. Naja, komm. Dann fangen wir halt von der Seite an. Was soll der Geiz? Wir haben hier Zeit. Was? Zeit? Seit wann haben wir Zeit? So, pass auf. Mal gucken, wie weit die Skiffes reichen. Die kommen nicht ganz rüber. Nicht schlimm. Die fallen jetzt da runter. Oh, guck mal. Ich weiß gar nicht, was du willst. Geht doch. So. Wie viel Erde habe ich dabei? Ich glaube, ich möchte trotzdem jetzt erstmal mit der Erde. Das geht so nicht. Das geht. Warte mal, irgendwo hier ist ein Skeffi, wo man runterklauben kann. Ja, siehst du? Wenn man jetzt ein bisschen zur Seite geht, dann kann man da eher dran basteln. Ist ja wunderbar. Mensch, wo hast du denn das gelernt? Das ist ja phänomenal. Das klappt sogar. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Das ist ja super geschickt, Kekser. Nee, pass auf. Das geht weiter. Ja, ich komme mit diesen Erdgerüsten, ich kann mich da nicht von trennen. Ich brauche die immer wieder. So, pass auf. So. Und jetzt müssen wir eben kurz überlegen. Wir wollen von hier aus, glaube ich, erst nochmal eine Reihe weiter nach unten. Da. Dann noch eine Reihe runter. Das reicht doch noch nicht, oder? So, dann gehen wir wieder hoch. So und so. Das waren jetzt 4 Reihen. Das machen wir jetzt von da aus auch. Mal eben kurz gucken, wo wir da ungefähr auskommen. Eine noch tiefer, dann ganz tief, dann wieder hoch und dann wieder ein bisschen höher. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 dazwischen. Jetzt ist die Frage, wie hoch wollen wir? 1. Ich hätte noch eine tiefer gekonnt. Ich hätte tatsächlich noch eine Reihe tiefer gekonnt. Aber so viel Erde hatte ich da nicht. Muss ich das dann nochmal ändern, bevor ich das jetzt falsch mache? Warte mal. Das könnte trotzdem funktionieren. Lass uns mal eben nur mal gucken. Das ist zu viel. Ja doch, das ist gut. Das ist gut, dann ist halt jetzt in der Mitte etwas höher als die beiden äußeren. Eigentlich hatte ich die äußeren ein bisschen höher als die Mitte. Aber ist nicht schlimm. Dann machen wir es hier halt anders. Ich meine, wer sagt denn, dass das überall gleich aussehen muss? Ne? Ist doch schließlich unser eigenes Projekt hier. Die Erde kann ich jetzt wieder wegtun. Warte. Kann ich den da jetzt wieder weg? Die müssen ja sowieso schwarz. Die müssen schwarz hier. Okay, Keks, pass auf. Jetzt ist das hier. Immer aufpassen. Eben uns konzentrieren, dass das hier immer richtige Form annimmt. Dass das hier nicht schief geht. Das ist schon schief gegangen. Nee, das ist nicht schief gegangen. Das ist vollkommen in Ordnung. So, warte mal, die Erde kann auch runter. Die fällt halt einfach runter. Das ist nicht schlimm. So. Und der da muss noch weg. Genau. Da war's.
Die ist Geffis. Aufpassen. Ich habe noch. Oh, 38 nur. Ich glaube, ich brauche von der hochtiefen Schieferstufe. Wer hat sich dieses voll ausgedacht? Da brauche ich auf jeden Fall noch mehr von. Wir brauchen insgesamt 5 Reihen. Die kann runter, die kann runter, das kann weg. Oh, oh, oh. Ja, das kriegst du hin. Nimm mal eben das Wasser, Werkzeug hier, dann kann das alles vernünftig weg. Wieso wird es eigentlich wieder dunkel hier? Können wir das auch nochmal erklären? Ich habe doch gar nicht darum gebeten, dass es hier dunkel wird. So nicht. Nicht mit mir. Mann. Oh, 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 aufpassen. Nein, das ist falsch. Da. Man hat die Musik ausgemacht. Nein, da ist wieder neue Musik, kein Thema. Suhu. Und die. Oh, warte mal. Pass auf, den Skiffy dahinter bist du abgebaut. Wenn du den jetzt auch abbaust, das ist nicht gut. Aber ich muss eben den dahinsetzen, damit ich hier den Übergang hinkriege. Oh, das ist im Dunkeln arbeiten mit so einem dunklen Material. Das ist keine gute Idee. So, jetzt muss ich den aber wieder abbauen, damit ich den Skiffy wieder finde. Genau, sonst finde ich den Ausgang nicht. Das wäre nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Und stell dir vor, du sitzt hier oben auf dem Dach und kommst nicht runter. Das ist, ja, ich meine, klar, hast eine tolle Aussicht. Kann man machen. Nur fürs weitere Fortkommen wäre das etwas semi-optimal. Und wir wollen ja fortkommen, oder? Wir wollen ja irgendwann hier auch ein Sägewerk rausbauen. Nicht nur so Säulen und Dächer. Nein, nein, nein. Da soll ja noch was kommen. Das ist doch alles. Es wird noch 23 Folgen dauern. Das ist aber nicht schlimm. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, oder? Habt ihr Zeit mitgebracht? Nicht? Ja, ist. Ach so, ihr gehört wieder zu denen, die einfach hier durch so eine Folge durchseppen und vorspulen. Das heißt, ihr hört euch das ganze Gelaber gar nicht an. Ja, okay, wenn ich das weiß, dann kann ich ja in Zukunft auch ein bisschen weniger quatschen. Wenn ich weniger quatsche, kann ich mich mehr auf das Spielen konzentrieren und das Bauen. Das kriege ich hin. Ich weiß noch nicht, ob das alle so wollen. Vielleicht sollte ich mal eine Umfrage starten. Was? Fixer, lass das lieber. Vielleicht kommen da Antworten raus, die willst du gar nicht hören. Das könnte allerdings auch passieren. Ich meine, wenn ihr Anregungen habt, ich meine, ihr müsst die Kommentarfunktion nicht nutzen. Nein, das ist kein Thema. Ihr könnt die auch einfach stumpf ignorieren. Das ist nicht schlimm. Ne? Ihr müsst auch kein Like da lassen und Follow. Nee, das tut man lieber nicht. Ihr habt da ja zu viele Sachen wieder auf euren YouTube-Account. Da wisst ihr ja gar nicht, worauf ihr euch konzentrieren könnt. Vielleicht kommt ihr ja einfach in 3 Jahren durch Zufall wieder vorbei. Ansonsten, ja, wenn ihr das natürlich sehen wollt, wie das hier weitergeht, so ein Follow kann dabei helfen. Und so ein Like natürlich auch. Eigentlich nur um mir vielleicht. Okay. Die bringen auch gerade ein Like vorbei, oder? Ist klar. Ich weiß nicht, ob ich den ein Like von denen haben möchte. Ja, Kickstart, das kannst du dir jetzt nicht aussuchen. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, von dem ja und von dem nicht. Hattest du nicht vorhin gesagt, du wolltest niemanden ausgrenzen? Nein, niemanden. Nie, wirklich niemanden. Ich bin da jetzt inzwischen nicht mehr ganz so von überzeugt, glaube ich. Können Zombies einen Skiffis hochklettern? Nein, das können die nicht, oder? Das hast du vom Village schon auch mal gedacht, oder? Wie war das? Das Problem ist, ich hatte gedacht, ich könnte in dieser Folge das Dach fertig machen. Aber trotz Nachtschicht wird das hier, glaube ich, nichts. Regen mich jetzt unten auf. Los! Was mich wieder mal hier aufregt, ist deine Inkompetenz. Mach das jetzt hier fertig. Konzentrier dich auf deine Arbeit. Das ist nicht meine Arbeit. Das ist ein Spiel. Wenn ich mich auf meine Arbeit konzentrieren würde, dann könnte ich nicht spielen. Doch, an den Tag, wo du aufnimmst oder an der Stunde, wo du aufnimmst, musst du ja nicht arbeiten, oder? Das wäre noch eine Idee. Soll ich mein Rechner mal mit zur Arbeit nehmen? Ich glaube, die Kollegen würden ein bisschen doof gucken, wenn ich dann auf einmal in meinem Büro sitze. Ne? Das Mikrofon vor meiner Nase, Kopfhörer auf und dann einfach aufnehme. Sie dann fragen, was machst du denn da? Sag ich, Videokonferenz. Ist klar. Dafür hat man ein Headset, oder? Oh, haben wir noch Holz? Ein bisschen Holz haben wir noch. Den überziehe ich einfach jetzt heute. Nein, du sollst nicht überziehen, du sollst. Ach, Kekse. Das ist, weil es so dunkel ist, ne? Kann ich ja nicht. Ja, pass auf. Wenigstens hier ein bisschen Verlichtung, ne? Bisschen Verlichtung, dass das moi aussieht. Ja, guck mal. Dann kriegst du auch mit. Dann sieht man noch was. Ich habe allerdings trotzdem das Problem. Ich glaube, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Samstag wieder. Denkt noch mal an das Like und an den Follow. Vielleicht seid ihr dann ja auch am nächsten Samstag wieder dabei. In diesem Sinne, schöne Grüße von Niederrhein und Chips mit Ups. Oh, ich musste noch einen Wurf.
Foto machen, oder? Ich habe doch gar kein Foto. Wieso mache ich wieder Fotos im Dunkeln? Ich mache wieder Fotos nur im Dunkeln. Naja, super. Okay, bis dann. Tschüss.